Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 Walkaround. So, heute mal ein bisschen was anderes. Wir machen jetzt nicht gleich mit der nächsten Kampagnenquest oder Nebenquest weiter. Denn es ist heute mal wieder an der Zeit, ein bisschen was einzufarmen. Dementsprechend fangen wir gleich mal an. Denn wir haben ja das letzte Mal den Ruf so ein bisschen gemacht. Bezüglich, wir wollen den ja jetzt auch ein bisschen höher treiben. Dementsprechend müssen wir jetzt halt auch ein bisschen was Daily-mäßiges machen. Und ich habe mir jetzt hier unten schon mal was markiert. Da müssen wir jetzt einmal hinlaufen. Wir nehmen auch noch mal ein paar Schnellreisepunkte für nebenbei mit. Das ist ja natürlich klar. Aber wir fangen jetzt erstmal an, quasi uns ein klein wenig Ruf zu erfahren. Bezüglich, wir nehmen uns auch den einen oder anderen Spot jetzt noch nebenbei mit. So wie sie es hier hört. Und schauen doch mal, wie weit wir heute schon im Ruf kommen. Ob wir heute noch einen Rufaufstieg kriegen oder nicht. Weil ich habe keine Ahnung mehr, wie viel man gekriegt hatte. Raider Abschaum. Okay. Aber kein random Gegner hier. Schade. So, aber jetzt müssen wir, wie gesagt, erstmal zusehen, dass wir hier die Straße entlang laufen. Den nehme ich hier noch einmal kurz mit. Der ist nachher wichtig für die Bruderschaft. Nicht? Kleines Wowi. So. Gleich weitergelaufen. Wir haben noch ein Stückchen. Ich kann nicht widerstehen. Random Ereignis. Nicht detonierte Bombe. So, grün ist meine Lieblingsfarbe. Okay, war aber nicht meine Glücksfarbe. Hätte ja klappen können. So. Denn hier können wir uns jetzt quasi... Ah, ich habe vergessen, dass es hier schon gleich vorne an welche gibt. Ah, lass mich in Ruhe. So, Maillöckfleisch. Nehmen wir uns auf jeden Fall auch mit. Ist schon mal nicht schlecht. So, ich sollte gleich erstmal das Unterhebel nehmen. Hier haben wir jetzt einen kleinen Raider aus dem Posten. Und in diesen Raider-Außenposten können wir uns ein klein wenig Ruf erfarmen, indem wir jetzt ganz hier hinten zum lieben Bones gehen. Die Meyerlurks machen Ärger. Kannst du mir helfen? Du hast Hilfe gesucht. Was kann ich tun? In letzter Zeit waren die Meyerlurks echt nervig. Zuerst haben sie nach dem Fang unsere Netze zerstört. In jüngster Zeit haben sie am Dock versucht, den Wasseraufbereiter zu zerstören. Die mögen wohl das Geräusch nicht. Ist ein echtes Problem. Das klingt ernst. Ich glaube, ich kann dir helfen. Gut, weil Bruiser gerade erst einen Schwarm gesichtet hat. Die sind jeden Augenblick da. So, das Wasserrohr müssen wir jetzt einmal verteidigen. Und da kommen jetzt gleich jede Menge Meyerlurks. So. Die Beute gehört mir. Haben wir noch einen? Da ist jemand. Ich hab's im Urin. Spielen wir, du Fucker! Ich nehme natürlich das 10 Kilometer weit weg an. So, da kommen die nächsten. Du willst überleben? Dann tu, was du tun musst. Ich schlag. Ich loot schon mal. Besonders Gesichter. So, komm, klatsch schneller nach hier. So, haben wir alle? Ich hoffe mal. Sieht gut aus. So, dann können wir einmal sagen... Ja, danke für die Hilfe. Wir haben auch ohne die zusätzlichen Probleme genug zu tun. Freunde von Crater sind meine Freunde. Es war mir eine Ehre. Na, danke. Der Aufbereiter hat ein paar Schäden erlitten. Das können wir aber reparieren. Ohne deine Hilfe wäre es wohl schlimmer ausgegangen. So.
War nett, mit dir zu reden, aber ich muss jetzt los. Passt, ich habe auch noch zu tun. So, das war jetzt das Erste, wo wir uns ein klein wenig Mylurk-Fleisch holen können. Und das nicht gerade wenig. Hier haben wir noch mal ein bisschen Gummi. Und jetzt können wir hier mit dem Mylurk-Fleisch die gute Black A ansprechen. Wollen wir hier rumstehen oder hast du was zu sagen? Brauchst du Hilfe? Wir könnten noch mehr Mylurk-Produkte gebrauchen. Es gibt einen lukrativen Markt und eine Menge Kunden in der Region. Wir verkaufen Produkte in unterschiedlichen Mengen. Mylurk-Fleisch gibt es im 10er und Weichschalen-Mylurk-Fleisch im 5er-Pack. Mylurk-Eier werden in 15er-Chargen verkauft. Halt auch Ausschau nach Fleisch von Königinnen. Das ist eine echte Delikatesse. Zart, süß, lecker. So, und zwar ist es jetzt an und für sich... Was hast du uns denn heute mitgebracht? Egal, was man eintauscht. Also man kann entweder 15 Eier, einmal Königinfleisch, 10 Mylurk-Fleisch oder 5 Weichschalenfleisch anbieten. Man kriegt immer dasselbe. Also es ist nicht mehr, wenn man jetzt was anderes abgibt. Es ist an und für sich nur, was man dann sammeln soll. Wie viel davon. So, ich gebe jetzt 10 Mylurk-Fleisch. Danke. Das wissen wir zu schätzen. Das wäre es mit der heutigen Lieferung, aber wir schicken die jeden Tag raus. Du weißt ja, wo du mich findest. Genau. So, jeden Tag können wir das einmal machen. Hier oben auf dem wunderschönen Abenteuer auf Ohio. Und dann haben wir hier immer nochmal eine kleine Möglichkeit, nochmal so ein paar kleinere Punkte zu kriegen. Ist halt ein bisschen nett. Passt. So, jetzt gehen wir erstmal nach Foundation, Außenbereich natürlich. Jetzt machen wir die Main Quests. Die Main Quests sind natürlich deutlich besser. Weil die geben natürlich auch ein bisschen mehr was an Reputation. Und dementsprechend kann man damit seinen Ruf auch relativ schnell weit nach oben setzen, wenn man nur die Dailies macht. Das reicht auch aus. Wie gesagt, wir können jetzt noch nebenbei das Abenteuer machen. Das zählt jetzt nur für die Raider. Jetzt machen wir die erste Main Quest für die Siedler. Endlich hat jemand den Mumm, uns zu helfen. Wir hatten einen medizinischen Scanner. Jetzt nicht mehr. Wenn du das zurückbringst, sind wir dir so dankbar, dass wir dich bezahlen. Klar, das klingt gut. Ausgezeichnet. Zum Glück statten wir solche empfindlichen Sachen mit Tracking-Sendern aus. Ich kann dir den ungefähren Ort nennen, aber die genaue Position erhältst du erst, wenn du näher dran bist. So, jetzt haben wir nochmal eine andere Quest gekriegt. Das ist wieder Late Game. Mit der guten Maggie. Über das Bergwerk sprechen, ja. So, und noch ein Daily haben wir jetzt auch nochmal gekriegt mit Jack. Wieder Kürbis-Time. So, jetzt haben wir irgendwo auf der Karte... Die Raider liegen auf der Lauer. Die warten nur auf das ist ausgeblendet, Schuss. Dann wird es auch nicht angezeigt. Nee, halt. Da, wichtige Ausrüstung. So, wir machen es jetzt mal einzeln. Jetzt haben wir hier unten einmal ein kleines, das kann überall auf der Karte sein... Ein kleines, aber feines. Jetzt gibt es zwei Begegnungen, die man kriegen kann. Entweder man bekommt Blutadler, keine Verhandlungsposition möglich, dementsprechend umbringen und fertig. Oder aber man kann auch Raider bekommen. So, mit Raidern kann man sich auch unterhalten und dementsprechend mal Raider-Ruf kriegen. Ja, gibt aber meistens Foundation Minus. Dementsprechend mache ich es mir jetzt ganz simpel und einfach und werde sie einfach umnieten, egal was es ist. Es gibt kein Minus, wenn wir die Raider jetzt hier erschießen. So, Ödländer, Ödländer, Abenteurer. Ich habe diese Typen gewarnt. Ist nicht meine Schuld. Wie weit bist du denn schon vorgelaufen? Ja, täglich falsche Identität. Da ist er. So. Da haben wir den medizinischen Scanner. Ich kann mir kurz den Campen Park schon mal holen. Das ist ja dann die nächste Daily. Ja, so. Campen Park, also nächste Daily-Routine, kann man sagen. Aber gut. So, jetzt haben wir den medizinischen Scanner. Diesen bringen wir jetzt nochmal ab. Man kann das auch natürlich
zwischenlagern, was anderes noch nebenbei machen. Wie gesagt, so mache ich das an und für sich. Ich nehme mir das Ding und wenn ich dann halt in der Nähe wieder vom Foundation bin, dann gebe ich das einfach ab mit. Das passt. Wichtig ist, auch das kriegt ihr jeden Tag. Das ist halt, wie gesagt, eine Daily. Diese ist auch konstant. Und dementsprechend, es ist immer die von Foundation. Das heißt, wichtige Ausrüstung, einmal nach Foundation porten und vielleicht noch ein Stückchen hochlaufen und ihr habt sie. Ist somit kein Problem. So. Je schneller du die Ausrüstung besorgst, desto besser. Jetzt haben wir hier quasi drei Antwortmöglichkeiten. Und wenn man gerade Reputation, also Ruf farmen will, was halt sehr wichtig ist, damit es hochkommt, weil es wird gegen die letzte Stufe wirklich sehr, sehr schwer, schenkt die Belohnung. Na, also ich helfe gern und spende meine Belohnung an Foundation. Ach ja? Gibt nochmal 25 großzügig. Extra. Foundation sagt danke. Aubrey hat ständig wegen diesem medizinischen Scanner genervt. Braucht ihn wohl für die Arbeit. Danke. So. Wichtig, tägliche Ausrüstung. Ihr geht aber nicht ganz leer aus. Das heißt, in der Belohnung bekommt ihr immer noch... Ich wusste, du schaffst es. ...ein klein wenig. Also, drei Staatsanleihen. Und die EP kriegt ihr natürlich auch. Ansonsten Kronkorken kriegt man noch. Sonst keine weitere extra Belohnung wie Wasser oder Stimpacks oder ein Rüstungsteil. So, dann kommen wir jetzt zu Crater. Crater ist jetzt dementsprechend auch nochmal für Ruf, aber natürlich wieder nur für Raider. Das heißt, das für die Siedler haben wir jetzt erstmal abgeschlossen. Und dann wollen wir doch mal gucken hier. So, in Crater ist es wie folgt. Es gibt hier zwei verschiedene Arten von Questen. Einmal haben wir hier, wie gesagt, ich habe ja mehrere Tage hintereinander aufgenommen. Einmal haben wir hier quasi Kommunikation ist alles. Oder halt tägliche Altersvorsorge. Man kann es jetzt machen so wie ich. Man hebt sich jetzt eine von den Questen auf, die wechseln sich jeden Tag ab. Das heißt, wenn ihr am Montag Kommunikation ist alles habt, dann habt ihr am Dienstag definitiv Altersvorsorge. Die wechseln sich immer ab. Also immer hin, her. Dementsprechend könnte man sozusagen einen Tag hingehen, die Quest nicht machen, nächsten Tag beide Questen in einen durchführen. Oder man macht sie halt gleich, wenn man die EP halt gleich haben möchte. Wie gesagt, einem, wie es ihm beliebt oder wie es Zeit ist. Bei mir wird es jetzt folgendermaßen sein, ich werde sie größtenteilig dann immer im Zweierpack machen und nicht im Einerpack. Das heißt, bei mir gibt es nicht nur eine Altersvorsorge, sondern Kommunikation ist alles. Das heißt, einen Tag werde ich offscreen hier einfach nur mal kurz nach Crater porten, mir die Quests holen und danach werden wir dann quasi, ne, dementsprechend die andere Quest auch noch mit abholen. Und dann mache ich halt zwei Questen an einem Tag. Ja, also es gibt nicht zwei Questen an einem Tag. Das verstehen viele Leute immer verkehrt, weil ich es halt auch anders mache. Es gibt wirklich nur eine einzige Quest pro Tag. Bloß da ich manchmal sozusagen auch eine Aufnahmepause mache, weil ich zu viele Folgen habe oder ähnliches. Und nicht jeden Tag aufnehmen tue. Dementsprechend hole ich mir dann halt nur kurz die Quest ab, damit ich dann im nächsten Mal kein Defizit habe. Gut, machen wir jetzt aber diese Questen. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal an mit der guten cool, Roxy. Bist du loyal? Willst du es beweisen? Ich bin ganz Ohr. Gut, siehst nicht aus wie ein Schmarotzer. Nicht jeder ist loyal. Manche Leute nehmen sich, was sie kriegen, nutzen uns aus und lassen uns dann verrotten. Wir sind hier nicht die Wohlfahrt. Wir wollen entsprechende Leistung. Verstehst du? Ist nicht besonders komplex. Bist du dabei? Sag mir einfach, was ich machen soll. Gut, du bist kein Idiot. Bin beeindruckt. Ein Jäger ist der Spur bereits gefolgt. Mit der Wegbeschreibung solltest du also dicht genug rankommen. Wenn du eine Leiche findest, heißt das, dass die anderen schneller waren als du. Hauptsache, es wird erledigt. So, einmal kurz zwischengemerkt für Roxy. Jetzt haben wir auf der Karte irgendwo Leute, die rumrennen. Ja, hier haben wir schon mal.
Da ist zum Beispiel der erste Jäger, der zweite Jäger und hier haben wir den ehemaligen Raider. So, die Ziele der ehemaligen Raider sind immer Werkstätten. Das heißt, entweder er spawnt direkt bei einer Werkstatt oder aber er läuft noch direkt hin zu einer Werkstatt. Das endgültige Ziel von allen dreien ist immer die Werkstatt. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, wenn die Jäger beim Raider sind. Das ist kein Run of Time. Das einzige Problem, was ihr haben würdet, wenn ihr auf den Öffentlichen spielt oder halt auch mit Freunden spielt und die von jemand anders erledigt werden und ihr dann da ankommt, naja, dann kriegt ihr ein bisschen weniger Belohnung. Dementsprechend ist es leider aber auch so, wenn man quasi die Raider dort nicht wirklich zuletzt tötet, das heißt, man muss wirklich den letzten Schuss drauf wie abführen und nicht anschießen. Für die Score-Belohnung zum Beispiel würde es reichen, anzuschießen. Dann würde es als gemeinsamer Kill zählen. Nein, es zählt nur, wenn man quasi den letzten Schuss, also den tödlichen Schuss abgegeben hat, wenn ihr ihn eliminieren wollt. Man kann natürlich auch noch mit diesen reden, hat aber nicht wirklich viel mehr Bonus mit Beinhaltung. Man kann sich da das auch ein bisschen verscherzen, wenn man nicht hoch genug im Charisma ist, dass man sie zum Beispiel nach Foundation jagt, weil dann kriegt ihr Abzug bei Foundation. Deswegen nimmt einfach eine sichere Methode, knallt ihn ab. Geht schnell, ist schnell, effizient, fertig. Wie gesagt, aber ihr müsst den tödlichen Schuss verursachen. Verursacht ihr ihn nicht, kriegt ihr schon mal einen Manus von 25 weniger. Klar gibt die Quest noch genug an Ruf, aber es gibt halt einen Manus, wenn ihr es nicht schafft. Das heißt, Mobs sind eure Feinde und Spieler sind eure Feinde. Bezüglich eure Freunde sind eure Feinde. Ja, ist ein bisschen doof formuliert, ist aber so. Dementsprechend, ihr müsst den tödlichen Schuss abgeben. Das ist mit das Wichtigste. Die Jäger, also wir haben alle früher drauf spekuliert, dass die Jäger dann irgendwann das einholen und dann umbringen. Aber selbst wenn man sich die Quest abholt und soweit schon vorbereitet und noch eine gute Stunde bis zwei Stunden auf dem Server verbringt, wenn sie es dann endlich mal geschafft haben, dort unten hinzukommen. Wir können ja mal gucken, wie weit die jetzt gelaufen sind. Ja, sind ein bisschen weiter. Also er ist jetzt vom Bahnhof hier runtergekommen, ne? Und hier unten bleibt er halt stehen. Wenn er die einholt, dann passiert halt gar nichts. Die schießen nicht auf den. Die machen einfach gar nichts. Traurig, aber wahr. Gut, kommen wir gleich zum nächsten. Das war jetzt erstmal Altersversorge. Jetzt haben wir hier. Axel hat null Ahnung und du kannst gern mit. Geh nur da raus. Hoffentlich krepierst du dabei, damit du mir nicht mehr die Ohren voll heulst. Gut. Seid ihr fertig? Was zum Teufel willst du? Und beeil dich. Ich hab zu tun. So, ich will bloß reden. Dauert nicht lange. Du bist so ein Grünschnabel. Wenn du denkst, du kannst mich kalt erwischen, nur weil du neu bist, hast du dich geschnitten. Also, was willst du? Ich möchte bloß ein paar Kronkorken nebenbei verdienen. Du suchst Arbeit. Warum sagst du das nicht gleich? Der Ort hier zerlegt mir meine ganze Funktechnik. Ich brauche also jemanden, der mir Ersatzteile besorgt. Bist du interessiert? Klar. Was gibt es denn? Also, ich brauche ein paar Funkvakuumröhren und habe zuverlässige Infos, wo du welche finden kannst. Ich lade dir alle Infos auf deinen Pip-Boy. Und vergiss nicht, ich brauche funktionierende Teile, nicht irgendwelchen Schrott. So, Funkvakuumröhren. Hier haben wir jetzt auch nochmal so eine Kleinigkeit. Es gibt ein paar verschiedene Orte, wo man quasi die Funkvakuumröhren bekommen kann. Dementsprechend, ja, es ist nicht, das ist sogar mit einer der einfachsten Questen. Ich empfehle jeden, es gibt einmal eine kaputte Funkvakuumröhre und zwei normale. Ihr sollt drei Stück sammeln, nicht ohne Grund. Wenn ihr die kaputte habt, könnt ihr die Quest schon beenden. Natürlich. Ihr könnt dann zur Bastelwerkbank gehen und dann einmal die Funkvakuumröhre herstellen und abgeben. Dann ist alles fein. Das Ganze geht aber auch noch anders. Wenn man genug Intelligenz hat, kann man quasi alle drei Funkvakuumröhren dementsprechend mitnehmen. Und
dafür dann halt auch nochmal einen Bonus verlangen. Der Bonus ist zwar nochmal ein bisschen mehr, das als jetzt zum Beispiel bei Altersvorsorge, deswegen empfiehlt es sich da definitiv immer alle drei mitzunehmen, weil dafür kriegt ihr wie gesagt einmal Bonus-Kronkorken und nochmal was extra obendrauf. Gibt auch ordentlich Belohnung. So, fangen wir jetzt erstmal an. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an, hier Campen Park, machen wir hier gleich die erste Sache durch. Weil wir haben jetzt schon wieder viel gequatscht, aber wie gesagt, das ist so ein klein bisschen Grunderklärung, muss ich halt liefern. Gibt halt noch andere Möglichkeiten, ja, aber damit man halt auch nachvollziehen kann, warum, wieso, weshalb ich das so mache. Wie ich es mache. Weil im, ja, 2000er Folgen LP, da mache ich das ja schon lange nicht mehr, weil ich davon ausgehe, dass das schon jeder gesehen hat. Und ist das jetzt dein Ernst hier? Willst du mir die innere Unruhe ansetzen, ja? Bei unserer letzten Gefangenenzählung herrschte gähnende Leere. Offensichtlich hat es einen Massenausbruch gegeben. Ich autorisiere die Wärter, entflohene Häftlinge zu suchen. Aufgrund von Überbelegung und der für die Versorgung lebender Gefangener nötigen Logistik ist der sofortige Einsatz tödlicher Gewalt gestattet. Es scheint ein Problem mit dem visuellen Erkennungssystem des Wärters zu geben. Keine Zeit, das jetzt zu reparieren. Ich brauche diese Häftlinge. So, und wir nehmen uns jetzt nochmal ein paar Verbrannte mit. Wenn ich da auch mal treffe hier. So, 556 und ein Sturmgewehr. Danke für die 45er. Jetzt kann ich ja wieder Verbrannte farmen, ohne dass ich jetzt Angst haben muss, dass da jederzeit ein Spooky mit bei ist und mir das Inventar voll scheißert. Weil jetzt können wir auch alles verwerten. Die da hinten hatte ich jetzt. Die ist da unten. Dann nehmen wir erstmal die untere. Und dann die letzte, die ich eigentlich hätte zuerst nehmen müssen. Na egal. So. Mir kriegt doch heute sowieso nichts mit. Ich fahre mir hier gerade meine 45er. Peaks. So, einer ist hier noch. Peaks. So. Fallenstellerarme. Ja, nehmen wir gleich mit. Schraubschlüssel nehmen wir auch mit. Fusionskern gönnen wir uns auch nochmal. Ah, Ölkanister. Will mich jetzt halt nicht auch nicht vollproppen mit irgendwas, aber tue ich ja trotzdem immer. Ich sage immer, ich will nicht so viel mitnehmen, aber nimm trotzdem noch mindestens 50% mit, weil ich dran vorbeilaufe. Das ist der Fluch von Fallout. Man nimmt Schrott mit. Ich glaube, im Real Life würden wir auch alle gerne rumlaufen und alles auf der Straße aufheben, wa? Das wird bei einigen Sachen recht stinkig. So richtig Biomülltonne. So. Zack und zack. Ja, sehr schön. Haben wir schon wieder über 1000 Munition. Oder nur dank ein paar Verbrannten. Geht richtig schön gut. So, jetzt holen wir uns hier die letzte... Natürlich. Ihr wart ja im Duo, ne? Leiter des Staffelstalls der östlichen Region verständigen. Mission fehlgeschlagen. Ja, Mission fehlgeschlagen. Gut, jetzt haben wir hier die kaputte. Ja, siehst du, da ist auch endlich die kaputte. Jetzt wollte ich es auch endlich mal zeigen. Jetzt haben wir einen Herstellungsgegenstand freigeschaltet. Funk-Vakuumröhre. Jetzt können wir einmal schon nach Crater gehen. Normalerweise kann man jetzt auch sagen, okay gut, ich mache jetzt noch die Jäger. Obwohl, können wir eigentlich auch machen. Wenn, dann geben wir beides in einen ab. Also so kleinklickrig sollte ich jetzt auch nicht sein. So. Dementsprechend gehen wir gleich nach unten und holen uns jetzt den Jäger. Den Jägersmann, den guten. Dann schauen wir doch mal.
Ist wie gesagt ein bisschen viel hin und her gebohrte und ein bisschen bliblablubbi mache, aber na gut. Das passt schon. So. Lass ich Supermutanten Supermutanten sein? Heute ja. Ihr habt Glück. Wir wollen nämlich da vorne zur Werkstatt einmal gehen. Dann kriegen wir hier gleich die nächste Mini-Quest. Ja, Staatsanleihen ist schon ein bisschen länger her. Das Problem hier ist auch Robohirne meistens unterwegs. Und die bekämpfen sich hier gerne. Oh, nein. Ja, Pech gehabt. Pech gehabt. Jetzt nehme ich mir aber trotzdem die Werkstatt hier. So. Den wollte ich anwatzen und du watzt irgendwen da hinten 10 Kilometer weit weg an. Na gut. Einmal kurz nachladen. Kuckuck. So, wenigstens gibt es ein bisschen was. Da er jetzt aber nicht von mir gestorben ist, ne? Gibt es jetzt halt ein klein wenig weniger. Ist halt ein bisschen blöd. Am besten Remi Demi rein, aber dafür habe ich momentan nicht die Ausrüstung, um Remi Demi reinzurennen. Aber okay. Gut. Passiert ist passiert. Und sollte man sich nicht drüber ärgern, wenn es mal passiert. Aber das ist das, was ich halt meinte, weil gerade die Stelle hier unten ist ein bisschen blöd. Ab und zu stehen sie auch ein bisschen schön abseits. Aber es gibt so einige Stellen, wo sie dann mittendrin stehen, wo so hinkommst und naja, du hast an und für sich kaum eine Chance, sie am Leben zu erhalten. So, beanspruche eine Werkstatt hatten wir im täglichen. Ja, ich habe nicht drauf geachtet, ich habe nur aktiviert. Passt schon. So, aber mir geht es um die Werkstatt um was anderes. Und zwar, was kriegen wir für einen Bonus-Loot? Kleber, Aluminium, Schaltkreise und ein Zigarettenautomat. So, jetzt muss ich hier erstmal die Dächer deaktivieren. Ich muss das hier einmal kurz deaktivieren. Es ist ja sonst zu viel. So, jetzt haben wir soweit beides alles zusammen. Jetzt gehen wir einmal in den Außenbereich von Crater. Und wir sind noch längst nicht fertig, was es noch gibt. Weil für das eine, fällt mir gerade ein, haben wir ja noch die eine Quest noch nicht gemacht. Weil dafür brauchen wir eine Kamera. Na ja, gut. Gehen wir halt nochmal anständig durch. Aber das passt. So, dann jetzt hier einmal hoch. Einmal kurz die Bastelwerkbank benutzen. Und dann haben wir hier einmal unter Questgegenstände die Funkvakuumröhre. Kostet noch ein Blei und ein Kupfer dazu. Ist aber, denke ich mal, nicht so schwer zu kriegen oder zu bekommen. Und dann fangen wir jetzt erstmal an mit Roxy. Kann ich den Namen von der Liste streichen? Es ist getan. Gut, mir egal, was du gemacht hast. Will nur wissen, ob es erledigt ist. Jeden Tag haut ein weiterer Schwächling ab. Manchmal ist es mir egal. Manchmal schuldet er mir was. Wenn wir alle abhauen lassen, halten uns die Leute für schwach. Denken, man könnte uns ausnutzen. Müssen auf unsere Leute aufpassen, weißt du? Komm gern mal wieder vorbei. Ich sag Bescheid, wenn sich der nächste Waschlappen verpisst hat. Gut. Da haben wir jetzt nochmal Kronkorken dazugekriegt. Und auch nochmal Staatsanleihen. Die Quest gibt halt auch Staatsanleihen. Du willst hoffentlich nicht wieder irgendein grässliches Zeugs zum Wohl der Menschheit einschenken. Daraus wird nämlich nichts. Bauplan Metallrüstung, wunderbar. Oh, wir haben sogar noch umschwärmt. Oh. Gut. Jetzt. Seh mal an, wer da kommt. Hast du, was ich wollte? Ja. Jetzt gibt es hier einmal unten Intelligenz. Ich habe auch ein paar Reparaturen vorgenommen. Was gelötet, neu verkabelt. Ich würde sagen, das verlangt nach einer Entschädigung. Man kann natürlich auch hier alles deins aufs Haus machen, aber es gibt ein bisschen mehr, wenn ihr das mit Intelligenz macht. Dementsprechend. Im Ernst jetzt? Dann lass mal sehen. Hochwertige Ersatzteile? Verkabelung passt? Steckplätze sind sauber. Tja, meine Zeit ist kostbar.
Kann dir also auch ein paar extra Kronkorken löhnen. Ich lege bei Mac ein gutes Wort für dich ein. Und vergiss nicht, hier ab und zu vorbeizuschauen. Weiß nie, wann ich mal verlässliche Leute brauche. Und, ganz knapp nicht geschafft. Genau, und wieder geht ein Arschloch drauf, was nicht hören wollte. So, umschwärmt. Ich würde gerne mal dran teilnehmen. Machen wir mal. Das wäre dann unser erstes Ausrufezeichen-Event, seit wir das mit den Raidern in dem Vault durchgezogen haben. Damit kriegen wir auch nochmal ein paar Bonus-Staatsanleihen. Und wir müssen sowieso gucken, dass wir so langsam an die Staatsanleihen rankommen. Und ein bisschen extra Geld haben. Und umschwärmt ist eine sehr leichte Sache. Macht wirklich nichts Schlimmes. Mal gucken. Lassen Sie nicht zu, dass Sie die Königin rufen. Sie wissen ja, was dann passiert. So. Da kommen sie schon. Na komm. Treffen, 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 treffen. So. Na, kommen noch mehr. Unterirdisch? Die fahren schon wieder durch den Boden. Nein. Wie soll ich die denn besiegen, wenn sie durch den Boden fallen? Okay, das wird jetzt sogar noch scheitern. Das ist mega cool, weil unten komme ich nicht ran. Ja, ich muss sie sofort töten. Wie soll ich das denn machen, wenn die da unten drin sind? Och Leute, kaum habt ihr umschwärmt wie aus den Augen, aus den Sinn wieder reingemacht, fängt umschwärmt an wiederum zu buggen. Gut, da kann man nichts gegen machen. Also ich habe jetzt keine Nuka-Granate, die sind jetzt wieder unter die Insel gebuggt. Dementsprechend gibt es da gleich was Großes und es ist fehlgeschlagen. Das ist natürlich ganz geil, das willst du auch definitiv haben, wenn das passiert. Dachte jetzt so schön, wir nebenbei so ein bisschen. Jetzt müssen wir nur aufs Gift aufpassen. Und auch ein bisschen der Dread wegpacken. So. Komm, lad nach. Schnell, 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 schnell. Jut. Ja, ist wie gesagt das, was man nicht haben möchte. Ne? Ist halt mistig, wenn da halt zwei Meyerlurks dann plötzlich im Wasser landen und, naja, also unter der Insel landen. Weil ich halt noch nicht so ein DPS hab. Ah, das ist, ja, es ist ärgerlich. Also mich ärgert das jetzt gerade. Gut, jetzt müssen wir gucken, dass wir uns jetzt nochmal kurz ein bisschen leer machen. Ich werde erstmal gucken, dass ich wohl wahrscheinlich erstmal essen muss. Dann dürfte es vielleicht schon rausreichen. So, ich weiß, dass ihr hier seid. Ihr greift mich doch sonst sowieso gleich wieder an. Und dann nehme ich noch mehr mit. Wie bin ich denn eigentlich drüber? Es geht. Es geht noch. Einmal essen, kochen, was essen. Dürfte ausreichen. Dadurch gehört sie zu den am schnellsten wachsenden Bäumen weltweit. So, ich hoffe, ich habe jetzt alle. Ich mag das immer nicht, wenn ich beim Kochen begrabbelt werde. Du siehst aus wie ein vielversprechender Rekrut. Genau das, wonach ich suche. Da die Mitgliederzahlen zu stark gefallen sind, wurde ich von, nun ja, mir ermächtigt, dich bei den Pfadfinderpionieren willkommen zu heißen. Ja, ja, ja. Ich gehöre noch gar nicht wo irgendwo zu. Ich will jetzt einfach nur essen. So, reicht dir das schon? Ja, das reicht genau um einen Punkt, um einen Punkt.
Nein, du gibst mir jetzt nicht die Pfadfinder-Pionier-Uniform. Meine Güte, jetzt mach doch mal einen Halt lang. Ich hab noch nicht mal mit dir geredet. Weh, du stoppst mich jetzt voll. So. Böser, böser Dude. Gut, aber wir haben jetzt noch eine. Der hat mir wirklich die Pfadfinder-Pionier-Uniform gegeben. Leute, meine Güte. Das ist das nächste, was ich machen wollte. Ja, aber trotzdem. Ich will doch nur kochen. Das sind immer so diese aufdringlichen Leute, die dir dann alles in den in Rachen schmeißen wollen und dich unbedingt überzeugen wollen, ey, hier möchtest du nicht und so, ne? Schlimm. Gut. Jetzt kann ich hier einmal kurz kaputt machen. Springmesser, was haben wir hier noch? Automatikpistole können wir wegmachen. Na, eigentlich kann ich alles wegmachen. Momentan lohnt sich das Basteln an Waffen noch nicht so wirklich. Und dementsprechend hauen wir hier nochmal ein bisschen weg. Und dann gehen wir jetzt einmal kurz runter, weil es gibt jetzt noch eine, die ich leider aber nicht machen kann. Also nicht vollenden kann, weil dafür brauchen wir auch noch eine Vorquest, die wir nochmal machen müssen. Aber es gibt halt, wie gesagt, nochmal eine kleine, die mit dazugehört. Deswegen können wir sie jetzt nur anditschen. Oder auch nicht. Muss ich erst die... Ich habe sie doch noch nicht von Devonport bekommen. Gut, ich muss erst die Kamera-Quest gemacht haben. Damit ich sie überhaupt bekomme. So, ich rede nicht mit den Pfadfinderleitern jetzt. Gut. Dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir die nächste die Kamera machen. Damit wir halt nochmal den letzten Ruf durchkriegen. Das heißt, wir kümmern uns jetzt um das nächste Mal mit der Kamera. Aber nichtsdestotrotz machen wir hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.